Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja Leute, es geht endlich wieder weiter. Ja, tut mir leid, dass in den letzten Tagen und Wochen nichts Großartiges kam, bis auf den Livestream von Resident Evil Village auf YouTube. Das lag daran, ich war krank, auf jeden Fall 2 Wochen. Und davor habe ich mich die Tage an den Livestream-Video noch gesetzt, um das auf Video, um das auf YouTube hochladen zu können. Und dann wurde ich krank, 2 Wochen Fieber und so ein Scheiß. Aber jetzt geht's mir wieder besser, Leute, und jetzt kann ich endlich wieder aufnehmen, endlich geht's wieder weiter, Leute. Es geht endlich wieder voran hier. So, wir sind letztens hier stehen geblieben und der will mich hier anspucken. Das gibt's aber nicht. Ich hoffe, du triffst. Ha, er hat getroffen. Haha, das fängt doch schon mal gut an. Oh, guck mal, hier sind Schatztruhen. Die müssen wir uns unbedingt gönnen. Warte mal, ich muss erstmal wieder in die Steuerung hier reinkommen. Nein, wie macht man das? Wie macht man das denn nochmal hier? So macht man das. Alles klar. Kann ich hier? Ja, hier kann ich langlaufen. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht hört man das auch ein bisschen. Meine Stimme ist noch ein bisschen heiser, weil ich habe noch ein bisschen Husten. Aber das, nur ein bisschen Husten halt. Nun, man hört das nicht jetzt so. Also ich huste jetzt nicht die ganze Zeit. Aber man merkt, dass meine Stimme auf jeden Fall noch etwas, ein bisschen angeschlagen ist. Dass meine Stimme halt ein bisschen heiser klingt. Ja, aber sonst geht es mir auf jeden Fall soweit wieder gut. Es geht endlich wieder weiter, Leute. Endlich geht's wieder weiter. Och Gott, ich hab das so. Oh, da gibt's kein Durchkommen. Der sagt, nein, da kommst du nicht durch. Nee, da darfst du nicht. Da muss ich halt hier durch. Was ist denn eigentlich da? Oh, ein Rubin. Ein Rubin, aber mehr darfst du nicht. Okay, dann gehe ich zurück. Was wollte ich sagen, Leute? Ich hab das vermisst. Ah! Was war das denn? Von wo? Ah, die hängen hier an der Decke rum. Schlingel. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe das vermisst, das Aufnehmen, ne? Ich war die 2 Wochen krank. Das Einzige, was ich machen konnte, war mir YouTube-Videos reinziehen. Und, ich meine, klar, das hat auch Spaß gemacht, aber man möchte auch eben was tun. Und Aufnehmen ist halt mein Hobby und YouTube ist mein Hobby und dann möchte man doch eigentlich was aufnehmen können, aber konnte ich halt nicht. Aber jetzt kann ich es wieder. Das ist das Allerwichtigste. Ein Geschenk der Göttin. Wow. Ein Geschenk der Göttin. Warte, lass mich kurz gucken. Ein Geschenk der Göttin. Haben wir schon 4 Stück davon? Sehr schön. Ja, auf jeden Fall müssen wir weiter diese ganzen Dinger finden. Auf jeden Fall. Denn das ist wichtig. Es ist wichtig, weil wir damit auch unsere Items irgendwann verbessern können und sowas. Insekten braucht man eigentlich nicht, aber ich will sie auch alle voll haben. Also, was heißt, braucht man eigentlich nicht? Braucht man bestimmt schon für gewisse Dinge, aber halt, man braucht sie nicht zwingend so sehr wie diese ganzen Sachen hier. So, so viel sei gesagt. Okay. Wo lang? Da lang. Oh, da nicht lang. So, da. Der mit seinen Elektroschocks. Der mit seinen Elektroschocks, geh weg. Haust du wohl ab. Dankeschön. Sehr schön. Oh. Ja, wie, du spuckst mich an? Nee, du spuckst mich hier nicht an. Ey, ich muss echt mal wieder reinkommen. Ich merke, nicht mehr gewohnt ich das gerade bin, dass ich hier während des Spiels aufnehme. Weil während ich krank war, habe ich mir entweder YouTube-Videos reingezogen oder habe für mich privat einfach ein bisschen gezockt. Ich wollte schon sagen, treffe ich nicht mehr? Haha! Aber getroffen. Nein. Ach nein, was mache ich da? Nein. Nein. Steck ihn wieder ein. Dankeschön. Oh Gott, das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp, du. Link, mach doch nicht sowas mit mir.
Hier kann man lang? Muss man hier lang? Ich weiß es gerade nicht. Ich geh mal hier vorsichtshalber lang. Weil ich gerade echt keine Ahnung habe. Auf jeden Fall hier ist Cash. Cash brauchen wir immer. Cash ist immer super. Cash ist immer toll. Ah, ein Bernsteinhalbmond. Ja, das lohnt sich doch auf jeden Fall wie geschnittenes Brot. Okay. Dann gehen wir jetzt hier durch. So. Wo lang mit uns, Leute? Wo lang mit uns? Ja, okay, da ist auf jeden Fall kein Durchkommen. Da sagt er wieder, nee, geh da weg. Da darfst du nicht durch. Ja, sorry, dann darf ich halt nicht da durch. Aber hier ist ein Rubin, hier ist ein Cash. Hier ist ein Rubin zum Einsammeln. Da wird unser Geldbeutel immer voller und voller. So. Ah, noch ein Rubin. Ha, Rubine laden immer ein. Ey, aber ohne Scheiß, ne, dass man hier durch die Gänge hier durchkrabbeln kann, das erinnert ja stark an Wind Waker. Und, das wäre jetzt auch fies, wenn diese Wände auch irgendwie so eine Falle irgendwie parat hätten, dass man irgendwie irgendwo runterfallen kann, wenn man, durch diese Gänge hier krabbelt. Das wäre auch irgendwie fies. Aber, wäre auch irgendwie lustig. Ja, Wind Waker. Ein absolut geniales Spiel. Oh, wo sind wir denn hier? Ah, der Raum kommt mir bekannt vor. Der Raum kommt mir sehr bekannt vor. Ah, erstmal hier alles hier wegpusten. Ja, das ist ja eigentlich ein Staubsauger, sage ich schon. Das ist ja eigentlich hier ein magischer Krug, der Wind aus seinem Krug pustet, ne? Der pustet. Der weht den Sand eigentlich ja nur beiseite. Aber der Sand verschwindet. Der Sand verschwindet einfach. Da könnte man ja denken, das ist kein Püsterich hier, sondern ein magischer Staubsauger. Könnte das auch einfach ein Staubsauger sein? Ich meine, warum verschwindet der Sand? Warum verschwindet der Sand? Das ergibt doch voll keinen Sinn. Das ist voll unrealistisch. Ja, okay, aber nein, der wurde voll aufgespießt. Aua. Ja, komm, willst du auch näher kommen? Na komm. Bam! Oh mein Gott, das war fies, das war aber cool. Das war sehr cool. Einfach geplatzt. Da ist er einfach geplatzt, der Junge. Was willst du denn? Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich an die Wand klatschen, wenn er seine Stacheln ausgefahren hat. Damit er gegen die Wand prallt. So ein Mist. Das war jetzt nicht so geplant. Aber hey. Wir haben ihn trotzdem besiegt. Und wir sind trotzdem noch am Leben. Also von daher. Oh, habe ich eine Flasche? Oh, falsche Taste. Nochmal falsche Taste. Wo habe ich diese andere? Achso. Ja, okay, ich habe alle Flaschen voll. Also von daher. Okay, da. Oh Gott. Das war jetzt knapp. Auf Wiedersehen. Mach einfach nur Bäm. Einfach nur platzen. Das ist gut. Ja, komm. Ach, schade. Schade, ich dachte, der spießt sich auch nochmal eben kurz auf. Guck mal, was die von mir wollen. Die wollen alle auf mich zuspringen. Ah, der ist aber wieder auf die Stacheln draufgesprungen, ey. Aber richtig. Das muss doch so wehtun. So, gucken wir jetzt erstmal, ob sich hier noch irgendwas Schönes verbirgt, wie eine Truhe oder Cash. Cash ist nämlich toll. Cash brauchen wir immer. Oh. So. Weg mit euch. Hier sind auf jeden Fall noch Krüge. Kann man irgendwie da durch? Weiß ich gar nicht. Sieht irgendwie nicht danach aus. Geh mal weg.
So, hier können wir auf jeden Fall noch durch. Ah, hier ist eine Truhe. Und was haben wir drin? Was haben wir drin? Ein 20 Rubin. Ein 20 Rubin Dingsbums. Ja, 20 Rubine. Bubble. 20 Rubine auf jeden Fall. Ja, Leute, ihr merkt vielleicht, ich bin nicht gerade so... Ich habe gerade nicht die tollsten Ideen für tolle Gespräche. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Verzeiht mir das, Leute. Ich hoffe, ihr seid... ich hoffe, das ist in Ordnung. ich habe echt... Ich bin etwas aus der Form, muss man sagen. Also ich war halt völlig weg. Ich war echt nicht zu gebrauchen. Und jetzt kann ich endlich wieder aufnehmen und muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, wie so ein Wasserfall zu labern. Ohne Ende. Aber hey, ich denke, das wird schon. Das kriegen wir irgendwie schon hin. So, ein Schalter. Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ganz vergessen. Alles klar. Und wir können weiter. Hier sind noch mehr Krüge. Herzen. Herzen sind aber voll. Die Herzen sind voll, Leute. Die Herzen sind voll. So. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß, was gleich kommt. Genau das hier. Oh Gott. Ich hoffe, ich überlebe das. böse Erinnerung. Obwohl, so böse Erinnerungen waren das gar nicht mal. War eigentlich gut schaffbar. Aber jetzt, ich bin halt ein Profi, wenn es darum geht, Schaden einzustecken. Da bin ich ein Profi halt drin, also von daher wäre das gar nicht mal allzu verwunderlich. Oh, oh nein. Nicht wieder so ein Ding. Aber hoffentlich gibt er mir gut noch Cash. Na komm, gib mir Cash. Gib mir dein Cash. Gib mir dein Cash. Ah, komm. Gib mir dein Cash. Gib mir dein Cash. Also gib mir erstmal dein Cash, wenn du erstmal down bist, ne? Weg mit euch. Ja, komm. Ja, komm. Bam! Und da geht er down. Oh, Rubine, Rubine, Rubine. Oh nein, die meisten fallen wieder runter, ey. Ich glaub's ja nicht. Ich habe nur 21 Rubine erwischt. Da waren noch mehr. Und die sind einfach in den Abgrund gestürzt. Mann, wie kann das eigentlich sein? Wie kann mir sowas passieren, Leute? Könnt ihr mir das verraten? Wie kann mir so etwas passieren? Das ist eine verdammt gute Frage. Na, shit. Shit, shit, shit. Riesiger elektrischer Wackelpudding ist wieder back. Boah. Einfach nur bam, 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 bam. Einfach nur bam. Einfach nur bam. Einfach nur bam. Einfach nur weg. Weggeschlitzt. Den Wackelpudding hier. Den dämonischen Wackelpudding. Speichern brauchen wir nicht. Speichern brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber schön, dass hier eine Speicherstatue ist. Für den Fall aller Fälle. Alles klar. Let's go. Die Fahrt geht weiter. Oh nein. Ja, jetzt kommt die Stelle. Ich hoffe, ich überlebe das. Oh, ja. Oh, oh. Nein, vergiss es. Vergiss es. Zack. Und da geht er down. Da geht er doch schon wieder down, Leute. Das haben wir doch gut gemeistert. Früher hatte ich bei der Wii kann ich mich noch erinnern, auf der Wii-Version, da hatte ich immer so meine Probleme mit diesen Gegnern. Auch mit den Treffen und dann mit den Stechen und so, da hatte ich manchmal immer meine Probleme. Also, man merkt schon, es lag teilweise auch irgendwie an der Wii-Steuerung, weil, ich glaube, die war einfach damals noch nicht so ausgereicht, wie jetzt hier das mit der Switch. Weil die Steuerung auf der Switch ist deutlich angenehmer, deutlich viel präziser und wird einfach perfekt. Die
Also auf der Wii war es ja auch schon schön, so wie sich die... Wie Link sein Schwert bewegt, wie meine Fernbedienung, wie ich meine Fernbedienung bewege. Das war damals schon zwar auch gut, aber auf der Switch habe ich irgendwie das Gefühl, dass das auf jeden Fall wesentlich besser ist. Die Steuerung ist auf jeden Fall hier irgendwie gefühlt wesentlich angenehmer. Okay, liegt vielleicht aber auch daran, weil wir nicht solche riesengroße Wii-Fernbedienungen mehr in der Hand haben, sondern einfach so kleine Fernbedienungen. Einfach so kleine Joy-Cons, die ja recht gut in der Hand sind und recht gut und recht einfach leicht und klein sind. Und die Wii-Fernbedienung, da kann ich mich ja noch dran erinnern, die wog ja auch schon irgendwie was, ne? Also, nee, klar, die war jetzt nicht ultra schwer, aber ein bisschen hat sie ja schon was gewogen, ne? Muss man ja schon sagen. Oh, da kommen wir gar nicht lang. Okay, aber hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Aktivieren wir den Stein der Zeit auf diesen Transport hier. Ja, komm. Mach schon etwas schneller hier. Na los. Na los. Yeah. Na komm. Du musst dran glauben. Du musst dran glauben. Zack. Zack. Und tschüss. So macht man das. So wird doch ein Schuh draus, ne? Ach Leute, wie geht's denn euch so? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle fröhlich. Ich hoffe, ihr seid alle toll. Ich hoffe, ihr seid alle happy. Und, ja. Hoffe ich einfach mal. Das hoffe ich einfach mal wirklich sehr. Mir geht's auch soweit gut. Bis, dass ich halt noch ein bisschen, dass meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen ist. Vielleicht hört man das ja. Oh. Ey, wie gemein. Wie gemein! Zurück! Aber sowas von zurück. Na komm. Warte, muss man den erstmal wieder deaktivieren? Jetzt können wir eben gucken, ob hier noch was Schönes ist. Rubin! Ich dachte schon, der fällt runter. So. Alles klar. Und die Fahrt nochmal zurück. Damit wir durch die Tür können. Ja, das ist schon ein cooler Dungeon auf jeden Fall. Ich finde eigentlich alle Dungeons in Skyward Sword, die mag ich eigentlich alle irgendwie auf eine Art und Weise. Bis auf den letzten. Okay, den letzten mag ich zwar auch, aber der letzte, mit dem tue ich mich doch schon ein bisschen schwer. Bis heute noch. Also, der ist zwar cool gemacht, aber ist ein bisschen kompliziert. Sag ich mal so. Na komm. Weg mit euch. Ja, komm. Springt runter. Springt runter. Ja, genau. Warum springen die runter, anstatt auf Link zu springen, ne? Das ist ja auch mal wieder so eine Sache. Ja, okay, wo lang? Wo lang und wie lang? Schnell. Ah, shit! Ah, okay, das war kacke. Oh nein! Link! Pass doch auf! Ja, komm. Ah, da ist der Wind. Jetzt schnell nach oben. Wo ist der Wind? Wo kommt der hin? Ja, da kommt der. Schön aufpassen. So, jetzt schnell. Schnell, Link! Haha, geschafft. Fledermäuse! Geht ihr wohl weg. Dankeschön. Bomben. Nein. Nicht den Püsterich hier, nicht meinen Staubsauger oder meinen magischen Krug. Meine Bomben. Ich brauche meine Bomben. Sehr schön. Das läuft doch wie am Schnürchen. Das ist doch wunderbar schön. Oh, da war ein Rubin. Da ist ein Rubin. Jeder einzelne Rubin wird mitgenommen. Jeder einzelne Bernstein-Halbmond wird mitgenommen. Alles, was zum Mitnehmen
übrig. Alles, was zum Mitnehmen gibt, wird auch mitgenommen. Ganz einfach. So, oh, und ein Stein der Zeit. Sehr schön. Gehst du wohl weg. So. Oh ja, das wird nochmal lustig. Das wird nochmal lustig, Leute, so viel kann ich euch sagen. Diese Gegner sind echt immer so eine Sache, ne? Vor allem dann zwei davon, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn man nicht aufpasst zumindest. So, Bomben, Herzen, alles schön, alles super. Alles klar, Scheiter. Ah. Und so kommen wir weiter. So kommen wir weiter zum Master Key. So. Ja, Leute, da würde ich sagen, haben wir den Dungeon eigentlich ja bald schon fertig, ne? Da! Bam! Haha! Na komm! Schade! Einfach nur schade! Na komm. Das ist aber auch so kacke bei diesem Gegner, dass die Rubine meistens immer schön in den Abgrund fallen. Schaut sie euch an. Ich glaub's ja nicht. Die fallen einfach in den Abgrund. Das ist so kacke. Oh Mann. Aber hey. Da müssen wir halt weinen, Leute. Sind wir halt alle am Boden zerstört. Alles klar. Kleines Rätsel. Obwohl, so schwer ist das Rätsel gar nicht mal. Oh nein, ich bin doch ein... ich bin ein Held. Link, du bist der Held. Der Held von Hyrule. Obwohl, Hyrule gibt's ja hier noch gar nicht, ne? In Skyward Sword existiert Hyrule noch gar nicht. Also, okay, klar, also... Die Landschaft, die Link erkundet, ist Hyrule. Aber ich glaube, zu der Zeit wird es gar nicht mal Hyrule genannt. Weil ich glaube einfach, ja. Ja, Hyrule existiert einfach so gesehen noch gar nicht. Also nicht das Hyrule, was wir kennen. Nicht das Land Hyrule, das wir kennen aus Ocarina of Time und Twilight Princess und bla und dies und das. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Oh nein, was tust du denn da? Link, pass doch auf, was du tust. Du darfst nicht runterfallen. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Link! Ja, was ist denn? Hip, hop, tier! So, okay. Ah, können wir hier nochmal nach unten? Warum auch immer wir das tun sollten. Ah, für den Fall, dass wir runterfallen. Aber ich glaube, ich gehe da eh nochmal runter, weil vielleicht gibt es da ein bisschen Cash einzusammeln. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir das hier. Na komm. So, wo sind meine Bomben? Hier sind meine Bomben. Na komm. Treffer! Sehr schön. Warte. Ah, okay. Warte, kann ich den ja schon mal aktivieren? Ey, treffen. Treffen wäre gut. Habe ich den schon mal getroffen? Schön nach der Reihenfolge. Also schön nach 1, 2 und 3. Ein sehr einfaches Rätsel, aber schön. Also kein schweres Rätsel, aber schön, auf jeden Fall. Lass mich pusten! Ich wollte pusten. Achso. Okay, brauche ich nicht mehr. Bomben. Getroffen. Yay. Sehr schön. Nummer 2. Und Nummer 3.
Und sofort können wir schon zum Master Key, Leute. Ah, der trifft nicht. Der trifft nicht, ja. Ah, shit. Das war nicht geplant. Nee, nee, nee. Das machst du nicht nochmal, du. So. Weg mit dir. Danke für das Cash. Achso, hier und hier kann man nochmal durch, warum auch immer man das tun sollte. Gibt es dafür einen Grund, warum man das tun sollte? Ich weiß es nicht. Ah, für den Rückweg einfach. Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Für den Rückweg ist das anscheinend. Für den Rückweg, Leute. Und jetzt. Ja, jetzt geht's hier nochmal ab. Alles klar. Da komm. Zack. Zack, zack. Oh, scheiße. Da komm. Haha. Bam. Nummer 1 ist down. Nun bist du der Nächste. Zack. Und bam. Und da ist er down. Und direkt gehört der Master Key uns, Leute. Der Master Schlüssel. Der Master Schlüssel. Also der Master Key. Für alle, die nicht wissen, warum ich es Master Schlüssel oder Master Key nenne, es nannte sich früher so. Hier in Skyward Sword heißt das nur der große Schlüssel. Der große Schlüssel. Ja. Du hast den... Oh. Okay, diesmal ist es nicht der große Schlüssel, sondern das uralte Gebilde erhalten. Es ist aus Gold gefertigt und sieht aus wie ein Bestandteil von etwas Größeren. Seine Oberfläche ist mit Schaltkreisen versehen. Oh mein Gott. Ja, und dieser Schlüssel, ich weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht warum. Ich meine... Ihr erinnert euch doch bestimmt an der Dungeon-Karte aus den allerersten Zelda-Game, ne? Und die Karte hatte ja schon eine seltsame Form eines gewissen Kreuzes. Und der Schlüssel sieht auch ein bisschen danach aus, oder? Also nicht komplett, aber schon ein bisschen, oder? Also wenn ihr wisst, welchen Kreuz ich meine. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt erwähnen. Ich denke, die meisten wissen, was ich meine. Er sieht schon ein bisschen danach aus. Kann das sein? Nach diesem Kreuz. Das ist ein bisschen... creepy. Okay, was heißt creepy? Aber es ist ein bisschen... Naja. 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 Allein, dass es mich daran erinnert, das ist schon nicht gerade so schön. Also, dass es mich an sowas überhaupt erst erinnert überhaupt. Ja, ihr wisst schon. Ist einfach nicht schön. Dass der Schlüssel so eine Ähnlichkeit damit hat. Okay, okay, okay. Du schaffst es, Link. Lass dich nicht wegpusten. Lass dich nicht wegpusten. Sehr schön und let's go. Tada! Da, guck mal, auch wie der Schlüssel da so rein muss. Guck mal, die Form, ne? Das ist doch nicht normal. Ich meine, es sieht jetzt nicht exakt so aus, aber es sieht ein bisschen so aus. Das ist doch... Nee. Ist das normal, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, schaut es euch an, ey. Ah, das ist nicht richtig. Auch noch nicht richtig. Scheiße, wie macht man das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Nee, auch nicht. Auch nicht. Wie macht man das? Leute, ich hänge hier gerade bei diesem Schlüssel fest, ich glaub's nicht. Gott.
etwas schwer unser. Ja. Leute, habt ihr eine Idee oder so? Ich weiß nicht. Oh Gott, da hast du mir einen. Oh Gott. Nein. Hey, oh Gott. Oh Gott, das ist. Oh nein. Oh Gott. Danke. Endlich. Oh Gott, Leute. Das war nochmal ein Akt. Okay, eigentlich würde ich sagen, dass wir den Part beenden, aber jetzt bin ich durch die Tür gelatscht und ich würde sagen... Wir machen diesen Boss einfach mal. Oh Gott. Dunkler Enon-Skorpion Moldogard oder so, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gelesen, das war zu schnell. Ja, unser nächster Endboss, Leute! Der Endboss dieses Dungeons, ein Riesenskorpion, ich glaub's ja nicht. Oh, was mach ich denn da? Na komm. So, Schwachpunkte von diesem Skorpion sind natürlich hier die Augen. Erinnert mich ja ein bisschen an den Kampf gegen Goma. Da waren auch immer die Schwachstellen die Augen. Ja! Die erste Schere ist im Arsch. Die erste Schere ist kaputt. Wow! Nee. Das lässt immer schön sein, mein Lieber. Na komm. Du triffst mich nicht. Aber ich treff dich. Wow! Bam! Bam! Das war voll daneben. Oh Gott. Zack! Na komm! Wow! Bam! Einfach nur Bam! Oh Gott! Wow! Zack! Okay! Oh! Sein nächstes Auge! Wow! Na komm schon. Ah, oh, scheiße, das mache ich nicht mit. Na komm schon. Vergiss es. Zack. Oh, doch nicht zack. Nee. Er verbuddelt sich. Wir kramen ihn wieder aus. Na komm. Komm schon. Ah, shit! Boah, getroffen! Da! Nein, das lässt du sein. Bah! Na komm! Nice, Leute. Und da ist er down. Wir haben ihn besiegt. Ach du Scheiße! Was passiert denn hier? Ah, der Sand ist versunken und wie aus dem Nichts verschwunden. Ja, das ist doch mal cool.
Und unser zweiter Herzcontainer. Unser zweiter? Unser dritter, sorry. Du hast einen Herzcontainer erhalten, deine Lebensenergie wurde um mein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Yay! Yeah. Sehr nice. Alles klar. Leute, wir haben unseren dritten Endboss besiegt. Wir haben den dritten Dungeon geschafft. Das ist doch mal nice, oder? Das ist doch mal echt nice. Das ist doch mal wirklich, wirklich nice. Ja, hier sind nur Herzen, keine Rubine, einfach nur Herzen. Okay. Okay. Hätten sie auch Rubine reinpacken können, weil man hat eh einen Herzcontainer hier. Also von daher. Aber naja. Ey, guck mal, Leute. Das erinnert doch wirklich sehr an den an den Turm der Götter aus Zelda Spirit Tracks. Aber wirklich, auch mit den, hier mit den Schienen und so, ne? Erinnert schon ein bisschen. Hier würde dann der Zug so kommen, ne? Diese Plattform kann sich ja dann drehen, je nachdem, in welche Richtung der Zug fahren will. Erinnert doch wirklich stark daran. Schon eine coole Sache. Ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat? Wer weiß? Weiß man nie, ne? Alter. Das Tor ist aber jetzt schon echt groß, ne? Muss man ja schon sagen. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir dieses Tor hier durchschreiten, würde ich sagen, beende ich jetzt aber hier diesen Part. Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier mit diesem geilen Endboss-Fight gefallen. Das war jetzt rein spontan, weil ich jetzt einfach nicht auf die Zeit geachtet habe und ja, den einfach mal eben erledigt habe in diesem Part. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!